Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute mixen wir zusammen ein richtig, richtig leckeres Hummus. Hummus kommt ja eigentlich aus der orientalischen Küche. Nicht nur eigentlich, es kommt aus der orientalischen Küche. Und für alle die, die es nicht kennen, das besteht eigentlich hauptsächlich aus einer Kichererbsen. Masse, die mit Tahin, das ist eine Sesampaste, verfeinert wird. Dann ist da natürlich auch noch ein ordentlicher Schuss Knobi drin für den Geschmack. Und das ist wirklich eine super nährstoffreiche, ja, ein nährstoffreicher Brotaufstrich. Aber, also jetzt im Winter essen wir den super gerne als Brotaufstrich mit leckeren Fladen oder sowas. Aber im Sommer kann man das Ganze natürlich auch als Grillbeilage servieren. Oder auch einfach so auf einem Buffet als Brotaufstrich und sowas. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte früher Hummus auch wirklich nur aus dem Geschäft. Also als Brotaufstrich kann man den ja überall eigentlich kaufen. Und ich muss sagen, ich fand das auch wirklich immer ziemlich widerlich, um ehrlich zu sein. Bis ich mich einmal irgendwie getraut habe, mal so verschiedene Rezepte auszuprobieren. Und ich muss ehrlich sagen, selbstgemacht schmeckt es viel, viel besser. Ihr könnt es selbst variieren, je nachdem, welche Geschmacksrichtung ihr mehr mögt. Ich mag es immer so ein bisschen zitronig. Mein Hummus ist quasi jetzt mit viel Zitronensaft. Und ich würde sagen, probiert es einfach mal aus und schreibt mir doch gerne auch später in den Kommentaren, ob ihr das Hummus auch so kennt oder ob ihr es anders zubereitet. Es gibt ja wirklich viele verschiedene Rezepte. Ich habe auch wirklich einiges ausprobiert, aber heute zeige ich euch mein Favorite. Für unser leckeres Hummus benötigen wir einmal Kichererbsen. Die hier sind schon mal eingekocht im Glas und das hat jetzt ein Abtropfgewicht von 480 Gramm. Deswegen brauche ich hier zwei von Alnatura. Dann benötigen wir einen Teelöffel Salz, Pfeffer, 3 Esslöffel Olivenöl, den Saft von 3 Zitronen, je nachdem, 2 bis 3 nach Geschmack, 3 Esslöffel Tahin, das ist eine Sesampaste. Außerdem benötigen wir einen Esslöffel Kreuzkümmel. Und 3 Knoblauchzehen. Hier habe ich jetzt 2 große und 3 kleine. Und an alle Veganer unter euch oder einfach alle die, die kein Ei mögen oder es nicht vertragen, das Kichererbsenwasser bloß nicht wegschmeißen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, denn die Flüssigkeit davon lässt sich perfekt zu Eisschnee aufschlagen. Also es sieht wirklich 1:1 aus wie Eisschnee und geschmacklich merkt ihr da auch nichts von Kichererbsen. Also es klappt wirklich super, probiert es einfach mal aus. Also nicht wegschmeißen. Und ich habe mich heute natürlich für die Zubereitung im Thermomix entschieden, einfach weil der Thermomix ein super Mixer ist, also eine sehr hohe Kraft hat zu mixen. Wer keinen Thermomix zu Hause hat, der kann natürlich jetzt auch eine andere Küchenmaschine mit Mixfunktion benutzen oder einen Stabmixer. Die meisten Handrührgeräte haben ja auch so einen Stabaufsatz, das funktioniert auch. Und als allerersten Schritt geben wir jetzt die Kichererbsenflüssigkeit und die Tahinpaste, also die Sesampaste in den Mixtopf. Und dann lassen wir das Ganze erstmal für 10 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern bzw. frieren. Und wer hätte das gedacht, wir kommen schon zu unserem letzten Schritt. Jetzt geben wir einfach nur die restlichen Zutaten in den Mixtopf, lassen das Ganze dann auch wieder für ungefähr 10 bis 20 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern. Schaut einfach mal von oben herein und guckt, ob euch die Masse schon gut durchpüriert ist. Und ganz, ganz wichtig, an der Stelle schon mal abschmecken, ob es euch auch gut genug gewürzt ist. Und wer mit den Zitronen ein bisschen Angst hat, der kann auch erstmal nur den Saft von 2 Zitronen, das hat ja auch immer was mit der Größe der Zitronen zu tun, den Saft von 2 Zitronen reingeben und dann lieber nochmal nachwürzen und nach dem Abschmecken dann noch entscheiden, ob ihr die dritte Zitrone dazu haben wollt.
was auch noch ganz, ganz wichtig ist, lass das Hummus wirklich 2 Stunden schön durchziehen, also mindestens 2 Stunden. Das bedeutet, ihr könnt das Rezept also auch am Vorabend problemlos vorbereiten, dann im Kühlschrank lagern und dann rausholen, wenn ihr es braucht. Ich serviere mir das immer gleich in 2 Schälchen. Wenn ihr das jetzt zum Grillen oder so schon direkt für den Abend für eine größere Menge zubereitet, dann könnt ihr das natürlich auf einem schönen Teller schön in Form bringen und dann verzieren. Verzieren tue ich das Ganze einfach, indem ich mit einem Löffel von oben hin drauf gehe, dann ein bisschen Olivenöl mit drauf gebe und ein bisschen Paprikapulver und dann, wenn man kann, da auch noch ein bisschen frische Kräuter drauf machen. Das ist auch nochmal ein Eyecatcher. Und wer dann noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen will, der kann auch ein paar Kichererbsen drauf machen. Ich finde es immer gut, wenn man sieht, um was es sich im Gericht handelt. Und wer das Ganze aber jetzt ganz normal für abends zum Abendbrot vorbereitet, dem empfehle ich das wirklich in 2 Schälchen zu machen. Und die Portion, die ihr, also man deckt die einfach oben mit Olivenöl ein bisschen ab. Das macht das Ganze nämlich haltbar. Und das Ganze hält im Kühlschrank auf jeden Fall bis zu 5 Tagen. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Bei uns ist es auf jeden Fall schneller aufgegessen, je nachdem, ob man ein bisschen mit ist. Und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Und ich verlinke euch das natürlich wie immer auf meiner Homepage. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und nächste Woche, da zeige ich euch nämlich, mit was man dieses Rezept super kombinieren kann. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.